So, willkommen zurück bei Lightwave Guru, dem deutschsprachigen Lightwave-Blog hier bei YouTube. Und ich zeige euch heute mal ein kleines, aber feines Tool, was schon ziemlich alt ist und kaum jemand kennt, das aber schwer unterschätzt ist und insbesondere, weil es einen Lightwave-Szenen-Exporter hat, in dem man komplette Meshes von Köpfen inklusive aller Phoneme und aller Morphmaps übernehmen kann, herstellen kann, und zwar im Minutentakt. Und alle Morphs, die ihr hier in dem Programm sozusagen verwenden könnt und seht und euch einstellen könnt, die könnt ihr natürlich dann auch in Lightwave über die Morphmaps übernehmen. Das Tool heißt im Übrigen Face Generator Modeler, Face Gen Modeler, schaut mal im Netz. Da werdet ihr das Tool finden und ihr könnt mit dem Tool nicht nur eure Köpfe sozusagen herstellen, sondern auch High Detail texturieren oder aber die Modelle, nachdem ihr die exportiert habt, die UV-Maps, die ihr natürlich mit rausschmeißt, selber auch in Photoshop dann sozusagen raufpainten, das was ihr da wollt als Hauttextur, und könnt diese Modelle, und das zeige ich dann gleich, in Lightwave importieren und direkt mit der Animation loslegen, weil er wie gesagt Lightwave 10 rausschreibt, wo dann der Morph Mixer gleich angeschaltet ist und alle Expressions, die ihr raus exportiert, auch da sind. So, das Tool ist wirklich der Knaller. Ich kann hier innerhalb von Minuten durch wirklich alle Styles durchmixen, von männlich nach weiblich, alle typischen Merkmale, wie Menschen so aussehen auf dieser Welt. Also wir haben hier Gender, Age, Karikatur, asymmetrisch, wenn man möchte, und so weiter. Und dann kann man sozusagen rechts unten die verschiedenen Typen sozusagen morphen. Und wenn man der Meinung ist, man hat so ein Modell fertig, ich will nochmal hier die Morphs zeigen, weil das sind wirklich ohne Ende die ganzen Expressions, die beginnen mit Anger, Disgust, Fear, Sad, Smile Closed, Open, Surprise, Blinking und so weiter. Und zum Schluss kommen natürlich alle Phoneme, also hier zum Beispiel mal B, M, P, The Big R und so weiter. Nun, was ihr hier kurz mal gesehen habt, ich zeige es dann im Lightwave Modeler sowieso nochmal. Und wenn ihr fertig seid mit eurem Modell und meint hier, okay, das will ich jetzt haben, dann könnt ihr eben diese Files exportieren. Wir nennen sie jetzt mal The Queen of Africa. Okay, it's a good name for that test, for that girl. Okay, and now you can save it with options, and if you need it for Lightwave, then click here neutral expression in animation targets. Also wenn ihr das für in Lightwave verwenden wollt, dann klickt nicht die Option current expression, sondern neutral expression in animation targets und macht dann einfach okay. Und jetzt generiert er in dem Augenblick sozusagen, wie gesagt, die Lightwave-Szene und richtet schon mal den Morph-Mixer an, und ihr könnt diese Szene dann natürlich gleich laden. Und zwar heißt das File dann hier, so wie es benannt hat, also Queen of Africa. Dann öffnet ihr das und schon habt ihr das in Lightwave und könnt sofort anfangen zu animieren, weil eben in dem Tab des Objektes, und zwar hier bei Deforming, direkt dieser Morph-Mixer drin ist, und dort habt ihr dann hier die ganzen Expressions drin, ja, wie zum Beispiel Anger, die ich vorhin gezeigt habe, oder ihr habt hier die Expression Disgust, Fear und, ne, und so weiter. Und ihr habt natürlich hier unten auch alle Phoneme. Ich mache das mal so ein bisschen, dass man das sieht, wie da zum Beispiel wäre A, B, ja, D, S, T, E, F und so weiter. Und dann könnt ihr da anfangen zu animieren. Ja? Also wie gesagt, nur mal kurz hergezeigt, ein Spitzentool, Facescan Generator, so heißt das Tool hier, Facescan, von Singular Inversions, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er schnell mal einen Kopf braucht. Und dieses Tool ist, wie gesagt, innerhalb von Sekunden zu bedienen. Ich habe es jetzt extra nochmal neu gestartet. Ich mache mir mal ein bisschen die Texturmodulation hier hoch. Ihr habt hier ziemlich viele Options. Ihr könnt hier auch die Polygone changen, Highres, Lowres, wie ihr da lustig seid. Und ihr könnt natürlich auch weibliche und männliche Charaktere machen. Wie gesagt, männlich in dem Fall oder female.
können zwischen den verschiedenen, was ich ziemlich blöd finde in dem Tool, heißt es nämlich, dass man, das heißt nämlich Race Morphing, es gibt gar keine Rassen, also ein völliger Blödsinn schon wieder. Die depperten Jungs, die dieses Tool gebaut haben, haben es wieder mal nicht gecheckt, aber egal, also ihr könnt hier mixen zwischen Afrikanern, Europäern, Asiaten und Indern. Und da kommen da halt wirklich, wenn ihr da ein bisschen mit rumspielt, also wirklich absolut lustigsten Gestalten raus. Ihr könnt hier ja, dadurch, dass ihr das Alter verändern könnt, hier so Age-Morphings machen. Dann gibt es die Option Make a Random Face. Das ist die Option hier. Da wird ja aus Grundshapes, die er hat, der verschiedenen Typen dann so random Faces machen. Und ihr könnt natürlich die Charakter individuell shapen. Das zeige ich auch nochmal kurz. Also so, da gibt es dann die Grundwerte, die er einstellt, damit sein Gesicht dargestellt wird, aber die kann man eben alle auch noch verändern. Und da kommen dann wirklich die lustigsten Gestalten bei raus, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und natürlich könnt ihr da auch richtig Creatures euch zusammenbasteln, wenn ihr nur überall genug da die Werte verändert. Ja. Und das wird ja auch alles mit in Lightwave übernehmen, das funktioniert wunderbar. Und ja, das Tool sei mal vorgestellt, weil ihr, wie gesagt, innerhalb von ganz kurzer Zeit euch Köpfe basteln könnt, die zum Beispiel, wenn ihr Massenszenen habt, wo ihr Charakter braucht, die man vielleicht nur so halb weit sieht oder so in Massen hergestellt werden müssen, um die dann auf fertige Körper zu setzen, wo die dann in der Masse animiert und ihr braucht individuelle Zeichnungen, dafür geht es ganz gut. Und ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, habt ihr die Option, eure Gesichter selbst mit PhotoFit selbst herzustellen. Und zwar über die Funktion, wo ist es? Ja genau, hier PhotoFit. Und da seht ihr ja, und da könnt ihr sozusagen eure Fotos einladen, auch noch ganz witzig, und könnt euch sozusagen, nachdem ihr die Fotos eingeladen habt, ja klar, hat er jetzt natürlich kein Image, könnt ihr anfangen, über Punkte, die ihr setzt, sozusagen die eure Textur zu übernehmen auf dieses Modell. Ja? Das sei mal noch kurz erklärt. So, der Rest ist klar, hier sind die Morph-Geschichten, hier kannst du mit einem Target-Face sozusagen versuchen, deins anzupassen, also sozusagen, wenn du eine Vorlage hast. Hier kannst du dir randomisierte Varianten deines Ausgangsmodells schaffen, ja, und die kannst du dann immer übernehmen. Dann kannst du mal generiere mir sozusagen so ähnliche Gesichter und dann fängt er daran rum zu eiern. Ein schwer lustiges Tool, ja. Holy crap. Geil, oder? Das ist mein Tool. So, und die Sachen könnt ihr natürlich direkt nach Lightwave exportieren, wie gesagt, als Lightwave 10 und da direkt dann dran weiterarbeiten, zum Beispiel einen Körper zu bauen oder den irgendwo auf einen vorbereiteten Körper mal draufstecken und dann habt ihr direkt alle Targets, Animation Targets, die ihr da braucht, die ganzen Shapes auch. Und ja, das Tool wollte ich euch mal zeigen. Das ist nämlich so für Quick and Dirty Kopf Geschichten. Das braucht man öfter mal, wie gesagt, für alles Mögliche zu gebrauchen. Und ist ungefähr der schnellste Weg, sich Köpfe herzustellen, die eine UV-Map haben. Und wie gesagt, die UV-Map könnt ihr in Photoshop dann einladen und euch in Hi-Res hochziehen, weil die sind immer nur so 512x512 Pixel, wenn ihr die Defaults nehmt. Und euch einfach hochziehen, weil ihr ja, wie gesagt, dann UV habt davon. Ich save das jetzt hier mal nicht, weil wegen Blödsinn, weil man da innerhalb von Sekunden das ja machen kann und man kann ja schnell mal das Modell einladen. Eins von den Modellen, die wir da jetzt da gespeichert haben. Wo ist der Wahnsinn? Scheißendreck. Hier. The Queen of Africa. Laden wir sie mal schnell in den Modeller ein. Da ist er auch schon und dann können wir uns mal die Textur anschauen lassen. Also ihr seht hier schon mal, wie grob das Mesh aufgelöst ist und ihr könnt euch ja dann in Lightwave die UVs anzeigen lassen, das ist zum Beispiel das Auge, das ist das andere Auge und das ist die Face Texture, die er von Hause aus rausschmeißt. So, würde sagen, so viel von mir zu diesem Tool Face Generator. Es ist ein witziges Tool. Ihr seht natürlich dann auch im Modeler hier gleich die verschiedenen Expressions. Ja, die zeigt natürlich auch im Modeler an. Und würde sagen, so viel von mir, probiert das Tool aus, es macht Spaß damit zu arbeiten. Ja, tschüss, lasst es euch gut gehen, ne? Tschüss.